Ja, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Wars Republic Commando, kommentiert von Remskirata. So, alle sind da. Geh in Deckung. Ja, geh mal in Deckung. Hier ist nichts, wovor du dich fürchten musst. Außer Regentropfen, die nicht kommen. Aber naja, komm mal mit. Bei voller Gesundheit sind alle. Das heißt, wir können es auch mal wieder vorsichtig vorwagen. Na, ich bin immer noch für Vorsicht. Denn man hat ja gesehen, was hier alles so lauern kann. Ach nee, oder? Die macht das Team. Da bin ich jetzt zu faul für. Na, komm mit. Das Team formiert sich. Bam. Ziel eliminieren. Wie er schon die Hälfte seiner Energie runter hat, obwohl ich noch gar nichts gemacht habe. Na, die kann das Team schon gut alleine erledigen. Da brauche ich nicht helfen. Ich sehe ihn sogar. Aber wenn ich nicht helfe, ist es langweilig. Von der nehme ich mal die Pistole raus. Okay, sie machen doch was. Das ist nicht so toll. Ziel eliminieren. Aber wir ziehen ihn mit der Pistole eigentlich schon ordentlich. Ach nee, das ist der DC, der ihn da gerade behakt. Okay, ich habe nichts gesagt. Ah, schön auf seine kleine Birne. Achso, nachladen brauchen wir ja nicht. Ja, ich wundere mich gerade, warum er nicht nachlädt, aber naja. So, bin ich Droidenbeispiel durch hier. So, nächste Tür, okay. Delta, Tür öffnen. Los. Ich mache jetzt weiter. Na, dann mach mal. So, 07, papp ran und... Detonator platziert. Hau weg. Gesichert. Ja? Achtung, Granate! What the? Da war irgendwas zum Explodieren. Wunderbar. Der hat nur darauf gewartet, dass... wir einen Fehler machen. Okay. What the hell? Ah! Nee. So. So, aber 6-2 halt uns gerade und frisst dafür ordentlich Feuer. Zwei sind okay, das heißt, wir können nochmal eine Granate verbrauchen. Nee, auf die Distanz lieber nicht. Es sind drei. Oh, oh. Oh, zurück. Da. So, ich meine, 6-2 haben wir nur mit erwischt, aber das war's wert. Ach, wir haben keine Granate mehr, so, das macht Sinn. So. Naja, so ausgezeichnet war das gar nicht. Ich hab 07 noch mit erwischt. Von daher war das alles andere als gut. So. Aber da oben gibt's Bug da. Ja, ich wäre sonst jetzt eben zurückgerannt und hätte ein bisschen Bug da geholt, aber... So. Nee, ist schon in Ordnung. Mitkommen. Geh in Position. Und wie sie sich wieder in Luft aufgelöst hat, ich lieb's ja. Durch hier. Und wie ich das Spiel kenne, wird da gleich wieder einer auf mich stehen. Also auf mich warten, nicht auf mich stehen. Nee, keiner. Aber das sieht fast nach Hinterhalt aus. Aber, naja, jetzt gibt's erstmal Bagda. Gönnen Sie sich ein bisschen Bagda, Delta. Hole Bagda. Bagda, Delta. Hole Bagda. So, Munition. Verbindlichsten Dank. Viel so. Da... Oh, Maul. Da liegen Panzerbrecher, das muss ich mir merken, damit wir bei Gelegenheit, also was heißt bei Gelegenheit, bei Not, wenn uns die Munition ausgeht, zurückdappeln können und die erstmal holen, weil meine Panzerbrecher ist gerade jetzt... Der gehört Ihnen. Bin unterwegs. Oh. Ja, man sieht hier mal den... Oh, er ist riesig. Bereit zum Angriff. T0 lädt nach. Mein Gott, ist der groß. Na, also nur 07 behakt den mal, der Rest kommt mit. Ey, mitkommen. Dankeschön. So, durch da. Öffnen Sie jetzt die Tür, Soldat. Sind unterwegs. Moment, eine Sache muss ich noch erledigen. Warte mal da. Sie noch Kommando. Ihr Verhalten erschreckt und verwirrt mich. 07, bis demnächst und ich wünsche dir verdammt viel Glück. Du schaffst das. 07 und wenn du es nicht schaffst, ich mag dich. Lassen wir ihn mal alleine da. 07, viel Glück. So, mach mal auf hier. Tür aufbrechen, los. Ja, Sir. Noch ein kurz Quicksave. So, jetzt ist auch mal wieder ruhig hier. Ich meine, bei so lauten Sounds, da kann man nicht ordentlich konzentrieren. Die schon wieder, auch nee, oder? So, mach bumm, brav. Er will flüchten, die feige Sau. Haltet ihn auf. Okay. Ah, ich ahne Schlimmes. What the? Da. Und Sie sich hier, Delta. Da. Bin unterwegs. Und wir da. Schwere Geschütze, Delta. Hat es Bumm gemacht, Sir? Es macht gleich Bumm. Das verspreche ich dir. Gehört mir. Ach so, ich habe ja gar keine drei Positionen mehr zum Verteilen. Da oben. Ziel eliminiert. Mach Bumm. Ja, mach Bumm. Du wolltest doch Bumm machen. Jetzt mach endlich Bumm. Ach so, aber das sind nur die normalen. Ja, die machen kein Problem. Die sind nach ein paar Schüssen. Tot, der nicht. Ziel eliminiert. Wobei, wir haben ja hier große Bumme. Mach... Nerv nicht! Du Nudelholz! Okay. Da ist er! Bam, bam, bam! Okay, da habe ich mich selbst ein bisschen in die Luft gejagt, aber ich meine, was soll's. So, nochmal einer und da auch. Und der hält das aus! Die Sau. Na, nehmen wir erstmal ihn aufs Korn. Ich meine, weniger Gegner sind dann doch schon deutlich positiver zu bewerten als viele Gegner. So, nein, Delta, oh, 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 oh! Hilfe, 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 Hilfe zum Geier! Lass mich durch, du Nudel!
So, da sind sie. Wir werfen mal eine Granate. Falsche Granate. Die. So. Ja, er rennt natürlich in dem Moment weg, aber ich habe ihn noch erwischt. Das war sehr gut. Das kann ich dir versprechen. Okay. Ja, der ist eben mal in die Luft geflogen. So, 4-0 erstmal heilen. Sitz! Hock dich hin, du Nase! So. So, okay. Ah. Wenn wir jetzt schon nur noch zwei Kommandos zur Auswahl haben, dann müssen wir auf deren Wohl umso mehr achten, als wenn wir noch alle hätten. Und ich muss mich erholen. So, da sind wir wieder. Hab eben noch schnell gespeichert. Die können wir wegsnipen. Ach, ich habe ja ein Scharfschützengewehr. Das habe ich die ganze Zeit vergessen. Ja, dann geschieht es mir recht, dass ich hier auf so Probleme stoße. Ich habe euch wohl keine mehr übrig gelassen. Das, ich würde mich freuen, wenn es so wäre, aber ich fürchte, fast so ist es nicht. Manöver abbrechen, Delta. Na, gehen wir durch hier. Behaltet mal das Fenster um, Leute. Also, na, Dionysianer lieben ja solche Fenster. Ich liebe sie, um rauszugucken, aber die lieben sie, um reinzugucken. Munition und, oh, mein Lieblingsgranaten. Oh, schön. Naja, mach, Quick Save und mach mal auf hier. Da und da. Achso. So, erstmal heilen und dann können wir auch Fixer beglückwünschen, beziehungsweise ein bisschen... Ja, auf die Schulter klopfen und ihm viel Glück wünschen. Nicht viel Glück wünschen, aber viel Glück wünschen. So, da drüben ist 07. Oh, ich finde die toll. Aber naja, so, 4-0, gleiches Recht für alle. So, ich wünsche dir sehr viel Glück. Du schaffst das, ich mag dich. Alles, was du jemals angestellt hast, ist vergessen. Du bist toll. So, geh mal gerade aus hier. Geheilt sind alle, 6-2, du sollst gefälligst mitkommen. Team formiert sich. Bin in Position, Boss. Na, komm mit, mach die Tür zu. Ich brauche Ruhe. So, auf. Tür aufbrechen, los. Ja, Sir. Na, mach auf. Ihre Sprengsatz. Gesichert. So. Ah, wo geht's also auf? Nix. Es kommt mir spanisch vor. Oh, 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 oh. Richtige Granate. Falsche Granate. Aber was soll's, die hilft auch. Kaputt und noch kaputter. Ja, und auf. Gute Arbeit. Da liegen Druidenkracher, das heißt, die kann ich verbraten. Noch einen runterwerfen, okay, das sollte es gewesen sein. Ah, das sind Granaten, mein Lieber. Und er meint die draußen, die da so die ganze Zeit vor sich hin wummern und mir meine Kommentierlaune verderben. Nicht wirklich. So, schön in seine Eierbirne, da fällt er um. Aber er lebt noch weiter, so habe ich fast erwartet, deswegen habe ich auch noch anvisiert. Ja, mach mal ganz hier. Alles aufnehmen, verbindlichsten Dank. Und weiter geht's. So, da lang geht's. Ach, wir können uns runterrollen. Ja. Wir rutschen. Schade, dass wir nicht so ein Geländer hingebaut haben. Könnten wir das Geländer runterrutschen, aber was soll's. So, mal vorsichtig. Nein! Was haben wir, was hilft? Ja, ich opfer noch mal eine davon. So. Vielleicht opfer ich auch zwei davon. Oder drei. Was ist denn da auf ihn hinten geflogen? Aber naja. Wow, noch einer. Also die kommen neuerdings immer im Dreierpack vor. Wow! So, der dürfte getroffen haben. Ja, hat er, okay. Nimm sie mal unter Feuer. Da war da, da war die. Hast du da gerade eine Granate hingefeuert? Ist ja mal genial, Leute. Ja, der war auch ziemlich genial, weil da stand noch irgendwelche Explosionsfässer und die hat er zur Explosion gebracht mit seiner... Die war verschleudert zum Geier. Nein, die auch! Was, Hilfe! Ich bin doch blöde! Super. Also, das war eben so eine richtige dämliche Aktion. Zwei Granaten verschleudert und Lebenspunkte eingebüßt. Das muss ich doch gleich mal im Quicksack quittieren. Vorsichtig durch, aber gut. Wenigstens gibt es hier ein bisschen Bug da, damit wenigstens das eine wieder ausgemerzt wäre. So, Heilung ist gut. Öffnen Sie jetzt die Tür, Soldat. Fang an! So, mach mal kaputt. Das ist meine Seite, du musst auf die andere. Oh nein. Durchbruch erfolgt, gehen wir! Positionieren Sie sich hier, Delta. Ich gehe mal zur anderen Seite, sodass wir... Ja, sodass er immer nur einen unter Feuer nehmen kann. Ich meine, das hilft doch... Wah, wah! Du erschreckst mich nicht nochmal, so. Da, alle Granaten hin, die wir gerade haben. So, da ist schon wieder noch einer, der steht halbwegs in mir drin. Aber ich meine, der ist kein Problem. So, was haben wir noch? Wir haben gar nichts mehr an Granaten. Das ist natürlich sehr schön. Wah! Oh, nerv nicht. Aber die sind zumindest kein Problem. Die machen mit ihren Nahkampfwaffen kaum Schaden. Also von daher... Nee, mit denen wären wir fertig. So, haha, schön in seinen Auspuff ein paar Granaten werfen. Andere Leute füllen Beton in den Auspuff, ich werfe Granaten rein. Ich bin stylisch. So, was haben wir noch? Wir haben nichts mehr. So, das... Ah, da hinten! Ah, Panzerbrecher, ja! Ich habe ja auch noch so welche. Ich bin ja so ein Held.
Na, war mal kaputt. Oh, und da oben ist 6-2 oder 4-0 oder wer auch immer. Oh, grüß dich. So, machen wir alles kaputt hier. Brach und kaputt ist er. Juhu, Feuerwerk. Ja. Naja, aufnehmen, aufnehmen. Kontrollpunkt gespeichert. So, aufnehmen. Brauchen wir aber gar nicht. Oh, wie so ein Tor. Ich werde willkommen geheißen. Ja. Naja, mal eben noch alles abklappern. Wir wollen ja gar keine Munition übersehen. Die werden wir noch nötig haben. Oh, kann ich da hoch? Das probiere ich jetzt. Ah, vorsichtig. Nee, ich kann natürlich nicht hoch. Sonst könnten wir Fixer oder 07 mal wieder Hallo sagen, aber was soll's. Na, gehen wir erstmal ran da. Heilen Sie sich, Delta. Ja, Sir. Na, oh, mach auf. Brav. Okay. Na, kommst du? 6-2 ist kampfbereit. Brav. So. Ja, lad erstmal nach und jetzt eine Sicherung. Und auch noch eine richtige. Perfekt. Dann mach mal die nächste Tür auf. Delta, Tür öffnen. Los. Ja, Sir. Na? Sprengsatz für Bresche platziert. Gesichert. Bam. Och nee, oder? Nachtsicht. Aber so kommen wir wenigstens mal wieder dazu, unsere schöne Nachtsicht zu benutzen. So, und du kommst dazu zu sterben, dass die im Dunkeln sehen können. Und dass sie im Dunkeln kämpfen können, ist noch schlimmer. Mach bumm, mach bumm, mach bumm, mach bumm und alles kaputt und ich sehe nichts. Jetzt sehe ich wieder was. Ah, ich sehe gerade, ich habe keine Munition mehr, beziehungsweise kein Leben mehr, also kaum noch Leben. Von daher heilen wir uns mal eben. Ist alles nützlich, sowas. So. Hä? Worauf schießt denn du? Ah, geht gerade aus hier. Mal durch. So, da kommen sie schon wieder. Ja, die ballern wir eben weg. Ich meine, DC-Munition gibt's en masse. Du stirbst, wenn ich dir sage, du sollst sterben. Okay. Ah, der lebt noch! Kleiner Frechdachs. Jetzt ist er kaputt. So. Lass die mir so... Also eben, als sie parallel mit dem Spindroiden aufgetreten sind, haben sie mir keine Probleme gemacht. Auch drei auf einmal nicht, aber... Ach so, ich habe mich gerade gewundert, was da aufblitzt. Ja, machen wir die Sicherung, Licht aus. Da oben ist, ich kann es nicht erkennen. Das müsste 07 sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, es ist 07. Ich glaube, ich habe da einen roten Helm vorblitzt. Nee. Wie jetzt? Worauf feuerst denn du? Da merkt die KI nicht, dass der Droidenkreuzer gar nicht erreichbar ist. Naja, gut. Gehen wir mal durch hier. Ja, mal wieder durch hier. Jetzt werden es wahrscheinlich... Ach, Licht. Jetzt werden es wahrscheinlich wieder die nächsten erreichen. Na? Oder auch nicht. Soll ich dem Spiel vertrauen oder nicht? Erstmal liegt da ein bisschen Munition. Ah, schön. Ich gehe in Deckung. Die Frage ist, mache ich das jetzt auf oder mache ich es jetzt nicht auf? Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, ich mach's lieber nicht auf. Wer weiß, vielleicht ist da wieder ein Spindroide hinter und dann sitze ich, in der Tinte. Von daher, kann man hier schon wieder sehen? Nee, kann man nicht. So, dann setzen wir uns mal hier in die Ecke. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Let's Play Star Wars Republic Commando, kommentiert von Rams Gerater für heute. Mir hat's heute mal wieder viel Spaß gemacht, allerdings nicht so viel wie sonst. Ich meine, wir mussten uns von Fixer und 07, also Seth, verabschieden und das stimmt einen schon traurig. Jetzt haben wir nur noch 6-2, um uns ein bisschen zu unterhalten. Also ich bin schon ein bisschen bedrückt, dass die beiden jetzt weg sind und er kann sich teleportieren. Und das ist egal. Ja, ich denke mal, wie es weitergehen wird, seht ihr das nächste Mal. Es wird noch spannend werden. Also von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Let's Play Star Wars Republic Commando, kommentiert von Rams gerade für heute. Och nee, das hatte ich doch eben gesagt. Also ja, ich bin vollkommen durch den Wind. Ach, bis demnächst.